Hallo ihr Lieben, willkommen zum vorletzten Video von der Christmas Finest Videoreihe. Viele von euch haben mir schon geschrieben, oh Gott, das wird so komisch, wenn nicht mehr jeden Tag ein Video von dir kommt. Aber glaubt mir, für mich wird es genauso komisch sein. Und zu allem Übel ist dann morgen auch schon Heiligabend. Wie schnell ging der Dezember bitte rum und das Warten auf den 24. Aber egal, wir machen jetzt hier erstmal ganz entspannt weiter mit meinen Winter Must-Haves in der Skincare Edition. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe generell immer etwas trockene Lippen, aber im Winter habe ich wirklich extreme Probleme, dass sie aufgesprungen sind und rau. Und ich finde, im Winter braucht man dafür dann noch ein bisschen was Reichhaltigeres an Lippenpflege, als man normalerweise nimmt. Da waren ja ganz, ganz lange meine Favoriten die Lip Butters von Lavello. Aber ich habe jetzt einen neuen Favoriten. Und zwar ist das der Blistex Intensive Moisturizer, aber in Cherry-Geschmack. Dieser Blistex ist für alle was, die bisher immer gesagt haben, Blistex hat eine super Pflegewirkung, aber ich komme mit dem Geruch und dem Geschmack nicht klar. Der hier pflegt genauso gut, wenn nicht noch besser als der normale Blistex und riecht dazu noch gut und schmeckt auch noch gut. Es ist natürlich ein sehr, sehr künstlicher Cherry-Geruch und Geschmack, aber das verfliegt mit der Zeit und man hat wirklich diese schöne Creme auf den Lippen und das ist dann so ein bisschen milchiges Finish. Den habe ich bisher nur bei Müller gesehen, müsst ihr mal schauen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es den auch bei DM gibt oder so, aber bei Müller hatten die den auf jeden Fall und ich war so neugierig, dass ich ihn mitgenommen habe und es hat sich absolut gelohnt. Absolute Empfehlung für die Wintermonate. Nicht nur die Lippen sind im Winter ja meistens rau und aufgesprungen, sondern auch die komplette Gesichtshaut ist meistens nicht so schön durchfeuchtet wie im Sommer. Manchmal wirkt die Haut sogar so, als hätte sie so einen leichten Grauschimmer. Ihr fehlt irgendwie so der Glow und an manchen Stellen hat man sogar so kleine Schüppchen. Und um dem entgegenzuwirken, kann ich euch nur empfehlen, euch eine elektrische Gesichtsbürste zu holen. Ich habe da hier diese Clarisonic Bürste Mia 2 von Douglas und habe die jetzt, glaube ich, schon 2 Jahre und benutze sie wirklich religiös jeden Abend beim Duschen. Vorher nehme ich das Make-up immer weitestgehend runter mit Abschminktüchern. Da habe ich jetzt auch welche, die sind so ein bisschen feuchtigkeitsspendend dadurch, dass sie für reife Haut sind. Also auch hier ein Tipp. Aber mit den Abschminktüchern werde ich mir halt jetzt nochmal überlegen, da ich ja jetzt diesen Glove ausprobiert habe, wie ihr gestern gesehen habt. Und der mich relativ überzeugt hat. Deswegen mal schauen. Aber um nochmal auf diese Clarisonic Bürste zurückzukommen. Die ist halt wirklich super für die Haut, weil die nicht an der Haut so reißt, sondern man legt sie nur drauf und die Bürste oszilliert dann so. Nach links, nach rechts, nach links, nach rechts und das ganz schnell. Und da kann man dann noch leichte kreisende Bewegungen dazu machen. Und deswegen finde ich, ist die auch für sehr empfindliche Haut geeignet. So wie für meine zum Beispiel auch. Ich kann auch nicht alles vertragen. Und trotzdem habe ich hier zum Beispiel einen Aufsatz genommen mit ziemlich harten Borsten. Aber meine Haut verträgt das total gut. Und kann ich allen nur in den Wintermonaten empfehlen, weil man dann diesen Grauschleier runterkriegt und die toten Hautschüppchen damit runterbürstet. Dann noch ein Produkt, was ich ein bisschen zweckentfremdet habe. Und zwar handelt es sich hier um diese Depil Pads, nennen die sich. Die kann man hier hinten abziehen und dann auf dieses Pad draufkleben. Das hat man dann hier so in den Händen und kann dann den Körper damit enthaaren. Das wirkt halt auf die Haut wie so ein ganz, ganz feines Schmirgelpapier. Und tatsächlich gehen davon die Härchen weg und die Haut wird einfach so babyweich. Das kann man sich nicht vorstellen. Da gibt es dann auch so einen kleinen Aufsatz fürs Gesicht, aber ich benutze halt meistens auch dieses große Pad fürs Gesicht. Und da gehe ich dann halt auch über das komplette Gesicht und schmirgel mir sozusagen die alten Hautschüppchen ab. Und darunter kommt dann natürlich zum Vorschein eine schöne, gepflegte, babyweiche Haut ohne abgestorbene Hautschüppchen und Grauschleier. Da kommt man super lange mit hin. Die habe ich mir vorletztes Jahr oder so auf der Beauty-Messe in Düsseldorf geholt. Und das hier ist jetzt das letzte von den Pads. Also seht ihr, kommt man damit wirklich super, super lang hin. Die sind auch besonders gut, bevor man Selbstbräuner aufträgt, weil die Haut natürlich dann richtig, richtig gepeelt ist. Oder auch, wenn man eine richtig gute Pflege aufträgt, kann man die Haut damit vorher so ein bisschen abschmürgeln, sodass die Pflege besser in die Haut einziehen kann und nicht an den toten Hautschüppchen oben hängen bleibt. Checkt die mal aus. Ich finde die super, gerade weil man sie halt
für das Enthaaren und Peelen des Körpers benutzen kann, aber auch für das Gesicht. Link schreibe ich euch in die Infobox. Da man im Winter ja nicht so eine hohe UV-Belastung hat, kann man auch gut Sachen mit der Haut machen, die man im Sommer eher vielleicht nicht machen sollte. Ich spreche da natürlich von Fruchtsäurebehandlungen. Da kann ich euch nur diese Creme hier empfehlen. Das ist die Dermasense AHA Body and Face Lotion. Eine Fruchtsäurelotion für Gesicht und Körper. Da sind sage und schreibe 10% Glykolsäure, also Fruchtsäure drin, und 3% Urea. Das in Kombination also auch wirklich super feuchtigkeitsspendend. Aber 10% Glykolsäure ist schon eine Hausnummer. Ihr werdet es definitiv am Anfang auf der Haut merken, dass es brennt. Keine Sorgen machen, das heißt einfach nur, dass es gerade am Wirken ist und es hört nach 2 bis 3 Minuten auf. Diese Fruchtsäure-Lotions sind ganz optimal bei unreiner Haut oder zu Akne neigender Haut oder wenn man ein sehr grobporiges Hautbild hat oder Aknenarben, aber auch wenn man sehr sonnenbelastete und reife Haut hat. Was man damit auch richtig gut machen kann, ist diese dunkel gefärbten Stellen, wo mal ein Pickel war, die also nicht in erster Linie Narben sind, aber man sieht, da war irgendwas. Trägt man die regelmäßig auf, sollten die auch verschwinden. Ich liebe, liebe, liebe die und benutze die wirklich jeden Winter, weil davon vor allen Dingen meine Poren auf der Nase sich richtig zusammenziehen. Und ich benutze die natürlich auch zur Vorbereitung auf richtige Fruchtsäure-Peelings, die dann nicht nur 10%ig sind, sondern 50%ig. Wenn euch das Thema Fruchtsäure jetzt ein bisschen mehr interessiert, verlinke ich euch hier meine Winter Beauty Tipps. Da habe ich schon ganz, ganz viel über die Fruchtsäurebehandlung, die ich so an mir selber mache, gesprochen. Und da könnt ihr noch die ein oder andere Info von bekommen, also schaltet unbedingt rein. Was ich in dem Video auch vorgestellt habe, ist dieser Dermaroller. Diesem Dermaroller habe ich schon ein komplettes Video gewidmet, was ich euch hier verlinke. Den habe ich schon über ein Jahr jetzt getestet und ich finde ihn super. Das ist wie so eine kleine Walze, da sind kleine Nädelchen dran, die fährt man übers Gesicht, perforiert somit die Haut und gibt der Haut somit einen Grund, sich selbst zu regenerieren, neues Kollagen aufzubauen. Und durch diese kleinen Perforationslöcher schafft man sogar eine bessere Aufnahme von Produkten. Diese Dermaroller sind auch besonders gut geeignet, nachdem man diese Fruchtsäurebehandlung gemacht hat, weil die Sonnenschwiele, die durch Sonnenbestrahlung entsteht, durch die Fruchtsäure weggenommen wird. Das heißt, die Haut wird dünner und feiner und somit können auch die Nädelchen besser arbeiten. Also den am besten immer, nachdem die Fruchtsäurebehandlung abgeschlossen ist, verwenden. Sehr, sehr schön für die trockene und strapazierte Winterhaut sind natürlich auch immer pflegende, reichhaltige Öle. Da kann ich euch empfehlen Traubenkernöl, Nachtkerzenöl oder Arganöl. Arganöl habe ich zurzeit da, das habe ich mir von vom Fass abfüllen lassen. Gibt es aber auch auf Amazon und überall. Das riecht ein wenig merkwürdig, das verfliegt aber nach einer Zeit und dann hat man wirklich pures, pflegendes Öl auf der Haut. Die Haut kann sich richtig vollsaugen damit und fühlt sich danach wirklich richtig schön aufgepolstert an. Dann habe ich noch einen Bodylotion-Tipp für euch. Diese Bodylotion benutze ich zwar auch das ganze Jahr über, aber jetzt gerade in den Wintermonaten, wo die Luft in den Räumen auch trockener ist durch die Heizung und so weiter, habe ich diese Bodylotion nochmal richtig lieben gelernt. Viele von euch werden sie jetzt schon kennen, weil ich sie in sehr, sehr vielen Videos schon empfohlen habe, aber ich empfehle sie nochmal, weil sie halt so gut ist. Es handelt sich hier um die Balea Med 15% Urea Sofortpflegemilch. Hier ist auf der Inki-Liste als zweiter Inhaltsstoff Urea, finde ich super gut und benutze ich nicht nur als Bodylotion, sondern auch fürs Gesicht. Zum Beispiel auch, wenn ich gerade meine Haut perforiert habe, dann eine ordentliche Portion Urea rein. Das gibt den richtigen Feuchtigkeitskick für die Haut. Und auch in der Dusche sollte es in der kalten Jahreszeit ein bisschen reichhaltiger werden. Da habe ich mir jetzt kürzlich nachgekauft das Mandel Shower Oil von L'Occitane. Ja, erstens riecht es traumhaft, zweitens pflegt es die Haut ungemein. Der erste Inhaltsstoff auf der Inki-Liste ist hier Traubenkernöl, was perfekt ist. Daran merkt man schon, dass sich der Preis da lohnt. Es kostet stolze 17 Euro, aber dafür ist auch nicht nur billiges Sojaöl drin, sondern Traubenkernöl. Und es ist so ein luxuriöses Gefühl auf der Haut. Es lässt sich relativ schwer so verteilen, aber man hat dann dieses dicke Ölgefühl dabei. Also es
ist irgendwie luxuriös, aber man hat keinen Ölschleier danach auf der Haut. Die Haut fühlt sich einfach gut an, gepflegt an, aber nicht, dass man denkt, ich kann mir jetzt mit den Fingernägeln so das Öl vom Körper kratzen, das nicht. Alternativ dazu sind natürlich auch diese In-Dusch-Body-Lotions sehr gut geeignet. Die sind natürlich auch ein bisschen reichhaltiger als normale Duschgels und von daher super, super geeignet für den Winter. Viele leiden auch darunter, dass sie im Winter sehr, sehr ausgetrocknete Hände haben. Da braucht man dann natürlich eine Handcreme, die erstens pflegt und zweitens die Haut abdichtet. Und das macht zum Beispiel diese hier. Das ist die 20% Shea Butter Handcreme von L'Occitane. Wenn wir uns da die Inki-Liste anschauen, haben wir hier die Shea Butter an zweiter Stelle und an vierter Stelle die Metikone, das bedeutet Silikone. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, das in eine Handcreme zu machen, weil so eine Handcreme soll ja auch schützen. Gleichzeitig soll sie aber auch schnell einziehen. Also kann man als Schutz schlecht dicke Öle da reinmachen, so dass man total ölige Hände hat oder so. Da haben die dann halt Silikone reingemacht, um die Pflege einzuschließen auf den Händen und diese dann auch gegen raues Wetter abzudichten und zu schützen. Okay, dann hätten wir alles. Auch wenn ihr das ein oder andere Produkt bestimmt schon kanntet, das sind für mich halt so die ultimativen Wintersachen, die ich auch wirklich sehr, sehr ausgiebig getestet habe und wo ich hinterstehe und sage, kann man machen. Alle Produkte findet ihr wie immer in der Infobox. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und inspirieren. Und dann sage ich ein letztes Mal, wir sehen uns morgen. Macht's gut. Ciao.